Unser Alltag auf dem Notfall ist sehr abwechslungsreich. Wir fangen die Schicht meistens an, wir wissen nicht, was passiert oder was im Verlauf des Tages noch kommen wird. Also nach der Triage begleiten wir Patienten hinter in eine Koje begleiten. Dort installieren wir sie. Das heisst, sie bekommen ein Spitalnachthemmli, wir überwachen sie mit Blutdruck, Puls, Biox. Wir geben ihnen Blut ab und geben ihnen nachher auch Therapie geben. Medikament, Flüssigkeitsvolumen, das, was dem Patienten zugute kommt. Ich schätze an diesem grossen Notfall, dass sich die Situation eigentlich stetig ändert. Wir haben ganz viele hochakute Situationen, die man schnell organisieren, planen und Prioritäten setzen muss. Und das ist etwas, was mir sehr zusagt. Ein riesen Vorteil sehe ich im grossen Team. Das heisst, wir sind 130 Pflegende, was manchmal auch nicht ganz einfach ist oder nicht ganz so familiär wie in kleineren Teams. Aber dennoch würde ich sagen, haben wir mit allen eigentlich schon Erlebnisse gehabt, wo wir gelacht oder wo wir gerannt haben oder was schwierig oder einfacher war. Und dennoch sind das Situationen, die uns alle zusammenschweissen und wo ein gutes Klima eigentlich geben. Also neben den Patienten, die selber reinlaufen als Walk-in-Patienten, kommen Patienten auch mit der Ambulanz oder mit der Rega zu uns, mit der Luftrettung. Dort kann es so sein, dass Patienten in den Schockraum kommen. Dort ist ein Team vorhanden, das so ein bisschen auf den Patienten abgestimmt ist, auf seine Bedürfnisse, die im Moment vordergründig sind oder auf die Sachen, die im Moment behandelt werden müssen. Dort sind mehr Leute, mehr Ressourcen, die wir anwenden müssen, damit wir die Patienten gut betreuen können und ihnen rasch Therapie geben können. Ich schätze sehr an diesem grossen Spital, dass es Förderungsangebote gibt für weitere Ausbildungen, dass die ganze Laufbahn eigentlich hier absolviert werden kann. Aufgrund der Grösse dieses Spitals gibt es ganz viele verschiedene Disziplinen und Kliniken, wo sehr viel unterschiedliches Fachwissen oder Medizinwissen praktiziert wird. Und das war der Anreiz, wieso ich mich hier beworben habe, weiterzugehen auf dem Notfall, für eben gleich auch noch so ein bisschen breiter gefächert Patienten in der Krise Situation können zu unterstützen.